Ich habe das Schiff doch gerade erst abbezahlt. Was soll ich bloß tun? Afrasia. Ohne Schiff können wir den Kontinent Afrasia nicht erreichen. Eine Mischung aus Afrika und Eurasien. Oder wie? Oh, hi. Die Geschäfte laufen zurzeit schlecht. Keiner kann uns erreichen. Und meine Kapselmonster sind alle über Level 3, oder? Ach ja. Also kann ich sie nicht mehr mit Apfelsaft vollstopfen. Satos ist der Mann, der für den Schiffbau zuständig ist. Zurzeit ist er auf dem Nordberg. Dort gibt es viel Holz und noch mehr Monster. Satos ist kein Krieger. Hoffentlich passt er auf. Hier ist nichts mehr los, seitdem alle Schiffe zerstört wurden. Oh. Hafenstadt-Ebene. Was soll in der Hafenstadt los sein, wenn der Hafen stillgelegt ist? Ist mein Haar nicht wunderbar? Nö. Der sieht aber süß aus. Ich mag rote Haare. Satos braucht in den Bergen immer so lang. Mag er mich nicht mehr? Gehen wir weiter. Hoffentlich übernimmt er sich nicht. Er ist kein Krieger. Gehen wir, komm. Ja. Gucken wir uns das noch so in der Stadt um. Mit dir habe ich schon gesprochen. So, also müssen wir gleich in... Ich wollte es doch zuerst noch... Oh, was bist du denn? Ein Schlagbaum. Der sieht eher aus, als hätte er zu viel von seinen Kollegen geraucht. Ich meine ja nur so die verdrehten Augen und... Das breite Grinsen, das viel zu breite Grinsen. Ja, wisst ihr, was ich mich irgendwo frage? Warum ziehen genau immer die Idioten aus, die vom Kämpfen eigentlich keinen blassen Dunst haben? Die, wenn es um Schwert und Techniken geht, von Tutten und Blasen keine Ahnung haben. Warum sagen die einfach, oh ja, wisst ihr was, ich gehe jetzt mal einfach auf den Berg rauf, hacke da ein bisschen Holz... Und ansonsten sage ich, grüßt mir die Sonne, Leute. Die müssten doch gehört haben, dass Gordovan zerstört wurde. Dass es in den anderen Städten auch nicht super rosig aussieht. Da gehe ich doch nicht auf den Berg, was für ein Idiot bin ich. Müsste ich da wirklich sein. Aber dann Hauptsache Schiffe bauen können, ne? Ach, was soll's. Egal. Shoppen. Ja, da kriegen die beiden mal eine neue Axt. Nee, wisst ihr, was ich meine? Bitte sehr, dann. Ja, Rüstung. Ja, einmal. Zweimal. Dreimal. Und viermal. Ja, ich kann nicht zählen. Das wär's denn mal. In diesem Shop. Noch ein paar Zauber. Welchen Zauber wollt ihr? Nehme ich. Ja. Und jetzt noch einmal das Ganze für die Seelen. Ist ja auch irgendwo zu lustig. Die stärkere Variante von stark heißt stärker. Logisch, ganz klar. So, jetzt noch eine Runde schlafen. Es wäre ja nicht so, als hätten wir erst geschlafen. Nein! Ja, ja. Nein, danke, ich habe gerade erst geschlafen. Es wäre ja nicht so, als hätten wir eben erst das Spiel neu angefangen und spielen jetzt noch nicht besonders lange, aber schlafen kann man nie genug. Ja, es geht jetzt so langsam wieder auf den Winter zu und da schadet es nie, wenn man
ein bisschen mehr schläft, oder? Es wird ja eh früher dunkel. Nordberg? Nordberg? Hallo? Berg? Norden? Oh. Alles klar. Die müssten doch gut anfällig gegen Feuer sein, oder? Kleiner Nacktarsch-Emil, jetzt brauchst du nicht zu heilen. Ja, die müssen wirklich empfindlich gegen Feuer sein. Ich meine, Pflanzen brennen. Langsam müsste ich wissen, wer welchen Zauber hat. Blutball, bitte auf beide mal. Dann versuchen wir das mal eben. Ob die Pflänzchen auch schön brennen. Ja, die brennen gut. Die brennen sogar richtig gut. Also. Oh, eine Marginal. Da oben. Oh, was seid ihr? Panzerbiene. Die sieht einfach nur so aus, als hätte sie vor Schreck ihre Farbe verloren. Aber naja, so das leichte Silbergrau ist kein schlechter Farbton. Schöne Biene. Obwohl, ja. Andersrum gefallen sie mir eigentlich besser. Aber was soll's? Mich fragt hier ja keiner. Nein, ich spiele das Spiel ja nur. Das Spiel jetzt noch mal. Ich meine, als das Spiel rauskam, da war ich noch... Oh je, oh je. Berg des Aurabaums. Ich glaube, hier sind wir falsch, oder? Ja, ich guck mal eben, ob wir hier falsch sind oder ob wir hier richtig sind. Keine Sorge, wir haben uns nicht verlaufen. Nein, wir sind hier absolut goldrichtig. Ja. Oh, hier geht's nach oben. Hm, dann gehe ich zuerst in die andere Tür. Könnte sein, dass da irgendetwas Interessantes ist. Hm. Okay, dann springe ich hier mal. Ja, ich springe hier alles weg. Ihr kennt mich doch, oder? Mittlerweile. So ein bisschen. Hehe. Zumindest. Der eine oder andere, der meine Videos regelmäßig schaut. Müsste wissen, dass ich gerne alles Mögliche. Wegbombe! Natürlich. Wer tut das nicht gerne? Aber pssst, sagt es keiner. Okay. Oh, jetzt stinkt's mir ganz ehrlich. Jetzt hau ich so um. Jetzt klatsche ich die Bäume einfach um. Ja, ganz schlimm, oder? Ja, zum Öko werde ich in diesem Spiel nicht mehr. Obwohl, das hört sich so negativ an. Zum Öko werden. Aber mit solchen Bäumen will man auch nicht wirklich kuscheln, oder? Hm. Oder vielleicht doch? Oder vielleicht nicht? Ah, ich weiß es nicht. Ja, Narkose. Gute Nacht. Weckt mich, wenn der Kampf vorbei ist. Okay. Dankeschön. Ja, ist okay. Kampf vorbei. Ist okay. Ich bin wach. Ich bin wach. So schlimm war der Zauber nicht. Alles klar, ich bin da. Ach, jetzt hier auch hoch. Okay. Hey, Schalter drücken. Schalter drücken. Muss ich echt jetzt einen Pfeil verschwenden? Als würden mich Pfeile irgendwas kosten. Genau wie Bomben oder mein Enterhaken. Das Einzige, was die mich kosten, sind stellenweise Nerven, aber... Ja, das ist das Risiko.
Berufsrisiko, wie man so schön sagt. Oder soll man es eher zu den üblichen 10% Verlust zählen? Ist ja kein Verlust, oder? Von daher ist es eigentlich. Nee, und da sind wir. Da ist eine Mücke. Eine Gruselfliege. Ein Powerstachel.